Nach Tagen der Unsicherheit und teilweise massiver Volatilität hat der Markt nun endlich Gewissheit. Die Inflationszahlen der Vereinigten Staaten wurden heute Nachmittag veröffentlicht und genau darauf nehmen wir im heutigen Video Bezug und reden darüber, was aktuell ansteht und was uns in Zukunft noch so erwarten könnte. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video konzentrieren wir uns vor allem auf die Inflationszahlen der Vereinigten Staaten und deren Folgen, beziehungsweise werfen wir auch nochmal einen Blick auf andere wichtige Zahlen, die hier für den Markt entscheidend sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Lass gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, reden wir gar nicht lange um den heißen Brei, sondern springen direkt mal auf die erste Folie und sehen, dass der Bitcoin aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei knapp 24.000 US-Dollar liegt. Auch Ethereum hat sich geradezu gestern wieder richtig schön erholt. Knapp 8% plus sehen wir hier einen Kurs von 1.800 US-Dollar. Im Allgemeinen hat der Markt vor allem auf die CPI-Daten gewartet, die Verbraucherpreisindex-Daten bzw. die Teuerungsrate bzw. die Inflation. Die Zahlen wurden jetzt veröffentlicht und die Erwartungen zuvor waren tatsächlich relativ, ja, ich würde sagen, konservativ. So hat beispielsweise Goldman Sachs Zahlen von 8,8% prognostiziert, die Bank of America 8,7%. Wir sehen also, diese Range lag so zwischen 8,5% und 8,9%. Tatsächlich hat nur die Credit Suisse hier tatsächlich 8,5% antizipiert und tatsächlich waren das genau die Zahlen, die nun auch veröffentlicht wurden. Somit liegt die Inflation bzw. die Teuerungsrate der Vereinigten Staaten im Jahresvergleich bei aktuell 8,5% und der Markt hat offensichtlich sehr positiv reagiert. Es ist tatsächlich das erste Mal nach anderthalb Jahren, dass die Erwartungen untertroffen wurden. Der Forecast lag nämlich bei 8,7%, also im Allgemeinen waren sich die Anleger schon sicher, dass die Zahlen rückläufig sind, doch tatsächlich sind sie stärker rückläufig als zu Beginn noch antizipiert. Dennoch sehen wir natürlich trotzdem eine Inflation von über 8%, was immer noch extrem hoch ist. Vor allem im letzten Jahr sind vor allem die Benzin- und Rohölpreise stark gestiegen, sowie auch Gasversorger und auch Strom. Aufgrund dessen sind dann auch natürlich andere Preise gestiegen, sowie beispielsweise das Essen, Neuwagentransport und so weiter. Wir sehen hier die prozentualen Schwankungen bzw. Bewegungen in den letzten 12 Monaten. Also man sieht hier tatsächlich, dass vor allem Heizöl und Benzin richtig nach oben geschossen ist. Genau das sind allerdings die Zahlen, die vor allem im letzten Monat stark zurückgegangen sind, bzw. relativ stark, sowie beispielsweise auch das Bureau of Labor Statistics herausgegeben hat. Nach eigenen Angaben sank nämlich der Energieindex um knapp 4,6% im Vergleich zum Vormonat. Die Lebensmittelpreise auf der anderen Seite haben leider im Schnitt nochmal um 1,1% zugenommen. Im Allgemeinen hat der Markt eben nicht mit einer solchen Bewegung erwartet. Aufgrund dessen haben sich dann auch die Erwartungen für die nächste Zinsentscheidung tatsächlich massiv geändert. Noch vor wenigen Tagen habe ich darüber berichtet, dass die aktuellen Erwartungen sehr hoch sind, dass die US-amerikanische Notenbank bei der nächsten Zinserhöhung tatsächlich wieder auf 75 Basispunkte zurückgreifen wird, also 0,75%. Diese Erwartungen sind quasi aktuell kollabiert und die Wahrscheinlichkeit, dass die US-amerikanische Notenbank die Zinsen um 0,75% anheben wird, sind von 80% auf 35% zurückgegangen, beziehungsweise nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die Erwartungen der Anleger. Genau diese Zahl kann sich allerdings noch etwas verändern, denn ich möchte noch einmal festhalten, dass wir im aktuellen Monat keine Zinsentscheidung sehen werden. Erst am 21. September wird es soweit sein. Dementsprechend kann natürlich auch im Vorfeld noch einiges passieren. Doch Short-Term, vor allem zum aktuellen Zeitpunkt, haben die Märkte gravierend bzw. ziemlich stark reagiert, wie man anhand dieser Grafik sehen kann. Also ihr seht es hier wirklich, oben links haben wir Bitcoin, oben rechts den S&P 500, unten links den Ethereum-Chart und unten rechts tatsächlich den US-Dollar-Index. Wir sehen tatsächlich, wie die Werte aus dem US-Dollar-Index rausgeflossen sind und in die anderen Anlageklassen geschossen sind. Vor allem Bitcoin hat hier innerhalb von einer Stunde einen richtig schönen Pump gesehen. Allerdings kämpft er gerade so ein bisschen mit dieser blauen Linie und das sind die 24.000 US-Dollar, die wir uns bereits vor einigen Tagen schon einmal angeschaut haben. Es handelt sich hierbei um ein Schlüsselniveau, welches vor allem in den letzten Tagen immer mal wieder zu einem starken Widerstand geworden ist, unter anderem, weil wir auf diesem Niveau sehr, sehr viele Moving Averages haben, beziehungsweise vor allem eben auch die realisierten Preise, brauche ich euch nicht noch einmal zeigen, haben wir uns bereits vor 2 Tagen etwas genauer angeschaut. Sollte der Bitcoin darüber jetzt nachhaltig durchbrechen auf die Bereiche von
25.000 US-Dollar, dann könnte der Weg bis hin zu 28.000 US-Dollar tatsächlich recht schnell gegeben sein. Doch wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass die aktuellen Kursanstiege vor allem auch auf Liquidation zurückzuführen sind. So wurden in den letzten 24 Stunden knapp 300 Millionen US-Dollar im Kryptomarkt liquidiert. Hauptsächlich waren das natürlich Short-Positionen, die auf einen fallenden Kurs gesetzt haben. Ganz vorneweg ist hier vor allem der Ethereum-Kurs überzeugend, der natürlich in den letzten 24 Stunden um knapp 8% gewachsen ist. Somit sehen wir hier auch die stärksten Liquidationen. Im Allgemeinen sehen wir auf der anderen Seite, wie eben schon angesprochen, dass der US-Dollar-Index natürlich negativ darauf reagiert, denn die Werte fließen halt aktuell von dem US-Dollar in Anlageprodukte, weshalb der US-Dollar dann natürlich im Vergleich zu anderen Währungen schwächer dasteht. Im Allgemeinen sehen wir, dass wir möglicherweise aktuell einen Trend nach unten durchbrechen, eine Trendlinie, die wir bereits seit mehr als einem halben Jahr aufgebaut haben, seit Februar 2022. Sollte es soweit kommen, dann wäre hier die nächste Unterstützungslinie definitiv noch etwas weiter entfernt, beziehungsweise befinden wir uns aktuell auf einem Niveau, welches auch erstmal gehalten werden könnte. Ich bin kein Chartanalyst, ihr wisst es, aber es ist sehr schön zu sehen, dass der US-Dollar-Index etwas schwächer ist. Gerade auch für uns als EU-Bürger ist das ein wichtiges Zeichen, denn wir wollen natürlich auch nicht, dass unser Euro hier komplett die Verbindung gegenüber des US-Dollars verliert. Etwas weiter rausgezoomt sehen wir, dass der US-Dollar vor allem in den letzten Wochen ziemlich stark hier aus dieser Bewegung ausgebrochen ist, immer mal wieder solche Retracements, also Rücksetzer hatte. Bleibt nur zu hoffen, dass der US-Dollar auch jetzt weiter etwas schwächelt, um unter anderem auch die Anlageprodukte dadurch zu unterstützen, beziehungsweise um zu signalisieren, dass das Geld vom US-Dollar dann doch eventuell wieder in den Markt wandert. Im Allgemeinen bin ich sehr froh, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist, dass wir jetzt endlich Gewissheit haben, denn das war wirklich eine der wichtigsten Schlüsselinflationszahlen, die wir überhaupt gesehen haben. Viele haben antizipiert, dass wir jetzt eben den Top gesehen haben, also dass die Inflationszahlen des letzten Monats tatsächlich hier die höchsten waren und jetzt nur noch sinken werden. Ich bleibe da auch weiterhin noch vorsichtig. Ich gehe zwar prinzipiell davon aus, mit einer 60-70%igen Wahrscheinlichkeit, doch ich könnte mir dennoch vorstellen, dass wir nochmal höhere Inflationszahlen sehen, sollten wir in der Rest der Welt hier tatsächlich entscheidende Bewegungen sehen. Denn gerade im letzten Monat haben wir gesehen, dass vor allem die Preise, die Rohölpreise, einen massiven Einfluss auf die Inflation haben. Und wenn diese natürlich wieder steigen sollten, was eben durch Krisen überall auf der Welt recht schnell passieren kann, dann könnte das Ganze natürlich auch wieder im nächsten Monat einen Nackenklatscher für den Markt geben. Wer allerdings auch einen Nackenklatscher kassiert hat, das ist vor allem der chinesische Verbraucherpreisindex. Dieser erreichte tatsächlich im Juli ein 2-Jahres-Hoch, so wie aus den offiziellen Zahlen zu entnehmen ist. Vor allem die Lebensmittelpreise im chinesischen Raum sind stark angestiegen. Schweinefleisch, was hier zu einem der Grundnahrungsmitteln zählt, ist im Jahresvergleich um über 20% angestiegen, hat damit, ich will nicht sagen ähnlich wie Rohöl, aber es nimmt halt eben auch ein großes Volumen des gesamten Verbraucherpreisindexes ein. Aufgrund dessen hat das natürlich auch einen massiven Einfluss hier auf den Markt. Damit sehen wir tatsächlich den ersten Anstieg der Inflationszahlen in China seit September 2020. Auch, und das muss man ebenfalls dazu sagen, wenn man natürlich nicht genau weiß, wo hier an den Zahlen so ein bisschen gedreht wird. Die USA spielt schon mit der Definition der Rezession rum. Aus China haben wir oftmals sogar noch weniger Transparenz, also muss man das hier definitiv mit Vorsicht genießen. Die gemeldeten Zahlen zeigen uns also, dass die offizielle Inflation im chinesischen Raum sich aktuell auf 2,7% beläuft. Das ist deutlich geringer als hier in der Eurozone oder in den Vereinigten Staaten, dennoch der höchste Stand seit Juli 2020. Während die Inflation überall auf der Welt auch weiterhin stark ist, teilweise sogar noch weiter ansteigt, sehen wir, dass auch die Akkumulation des Bitcoins weiter ansteigt. So erreichen die Anzahl der Adressen, die mindestens ein BTC besitzen, tatsächlich ein neues All-Time-High mit fast 900.000 Stück. Also gibt es momentan auf der Welt fast 900.000 Bitcoin-Adressen, die ein BTC oder mehr besitzen, und das zeigt uns ganz klar, wie sich das System weiter ausweitet und wie sich vor allem auch der Bitcoin weiter verteilt. Sieht man auch wunderbar anhand dieser Grafik, die ich euch hier von Glassnode eingeblendet habe. Selbstverständlich werden Kryptowährungen auf der Welt für alles Mögliche verwendet. Sie werden immer wieder angekreidet, für illegale Zwecke verwendet zu werden. Nun meldet beispielsweise ein Vertreter des iranischen Ministeriums für Industrie, Bergbau und Handel, dass das Land tatsächlich Kryptowährungen für einen Importauftrag genutzt hat. Insgesamt soll sich das Volumen hier auf 10 Millionen US-Dollar belaufen. Um welche Kryptowährung es sich genau handelt, weiß man zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Der nun getätigte Import via Kryptowährung ist tatsächlich eine Strategie, die
die das Land schon länger verfolgt. Bereits im Januar hat der Iran Im- und Exporte mittels Kryptowährungen erlaubt. Zudem soll bis Ende September, ich zitiere, der Einsatz von Kryptowährungen und Smart Contracts im Außenhandel mit ausgewählten Zielländern weit verbreitet sein. Um welche Länder es sich dabei genau handelt, weiß man ebenso wenig wie um welche Kryptowährung es sich hierbei handelt. Höchstwahrscheinlich geht es allerdings um Russland oder beispielsweise auch Syrien, denn beide Länder sind aktuell vom Westen sanktioniert und isoliert, was das Finanzsystem angeht. Im Allgemeinen scheint sich der Iran in Bezug auf Kryptowährung immer stärker zu öffnen. Noch im letzten Jahr habe ich darüber berichtet, dass sie sehr stark gegen die Miner vorgegangen sind. Es handelte sich hierbei allerdings um den Bedarf an Energie, aufgrund dessen meiner Meinung nach nachvollziehbar, dass hier gegen die Miner vorgegangen wird. Im September lockerte man dann allerdings die Bedingungen gegenüber der Miner und zum aktuellen Zeitpunkt sieht man eben, dass auch aus dem Iran immer mehr Miner sich ans Netzwerk anschließen. Kommen wir an dieser Stelle zu einer Thematik, die auf der einen Seite lustig ist, auf der anderen Seite allerdings auch etwas zu bedenken geben sollte. Wir reden noch einmal ganz kurz über Tornado Cash und nein, ich wiederhole nicht die Information von gestern oder vorgestern. Ich möchte nämlich eine neue Information mit reinbringen, die hier tatsächlich sehr interessant ist, denn es hat sich ein anonymer Benutzer noch am Dienstagabend viele verschiedene Transaktionen an breit gestreute, hochkarätige Ethereum-Adressen gesendet. Zu den betroffenen Brieftaschen gehören beispielsweise die von Brian Armstrong, dem CEO von Coinbase, dem TV-Moderator Jimmy Fallon, der Bekleidungsfirma Puma, aber beispielsweise auch Vitalik Buterin. Erst am Montag kam die Meldung, dass das US-Finanzministerium groß gegen Tornado Cash vorgehen würde. Aufgrund dessen wurde infolgedessen dann auch die Information verbreitet, dass alle Adressen, die mit den Tornado Cash-Adressen in Verbindung gebracht werden, erstmal geblockt werden bzw. hier definitiv auf die Beobachtungsliste kommen. Der anonyme Benutzer hat nun also viele Ether aus diesem Contract genommen und an die verschiedensten prominenten Adressen geschickt. Somit müssten diese in der Theorie jetzt alle eben beim Finanzministerium gemeldet worden sein. Es handelte sich hierbei höchstwahrscheinlich einfach nur um einen Troll, denn man kann nicht davon ausgehen, dass hier die größten oder bekanntesten Ether-Adressen tatsächlich jetzt auf einmal anfangen, 0,1 Ether an ihre eigene Adresse zu senden. Es zeigt aber eindeutig, dass es eben keinen Sinn macht, hier solche rechtlichen Schritte einzuleiten und alle Adressen zu bannen, die irgendwie in Verbindung mit diesen Plattformen stehen, beziehungsweise in diesem Fall jetzt mit dem Tornado Cash. Zudem darf man ebenfalls nicht vergessen, dass Börsen, die vor allem in der USA gelistet sind, eben nicht mehr mit solchen Adressen interagieren sollten, beziehungsweise eigentlich dürften. Also dementsprechend könnten gerade die höchstkarätigen US-Bürger, so wie eben beispielsweise Brian Armstrong, nicht mehr mit offiziellen Börsen interagieren. Finde ich ganz lustig, weil er selber der CEO von Coinbase ist. Das, was uns an dieser Stelle auch noch einmal gezeigt wird, ist eben, dass man an jede Adresse etwas senden kann. Dementsprechend bekommen auch einige von uns, deren Adressen vor allem auch vielleicht öffentlich sind, öfter mal irgendwelche Fake-Kryptowährungen oder Fake-NFTs, denn du kannst es eben nicht verhindern. Das ist zwar eine Funktion, die übrigens interessanterweise bei IOTA gerade implementiert wird, doch beispielsweise auf der Ethereum-Chain kannst du eben diese Transaktion nicht verhindern. Dementsprechend macht es keinen Sinn, solche Verbote so breit zu streuen. Es braucht definitiv eine bessere Definition, so wie allgemein in der Kryptoregulierung, zumindest was meine Meinung angeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Finanzministerium darauf eingehen wird, denn tatsächlich können sie nicht alle Wallets einfrieren, die hier einfach eine kleine, in Anführungsstrichen, Spende von Tornado Cash oder einem anonymen Benutzer erhalten haben. Doch tatsächlich ist im Allgemeinen selbstverständlich Vorsicht im Crypto-Space geboten, so würde ich beispielsweise sowieso keine Mixer nutzen, aber auch was Plattformen angeht, muss man weiterhin vorsichtig sein. Erst gestern habe ich darüber berichtet, dass die Nuri Bank offiziell Insolvenz beantragt hat und tatsächlich gehen die Kryptobanken auch einen weiteren Schritt. So ist beispielsweise jetzt eine sehr große und bekannte Kryptobörse namens Hotbit ebenfalls unter die Fittiche der Regierung geraten, zumindest setzt diese den Handel aus. Hierzu heißt es von Watcher Guru, ich zitiere, Hotbit-Kryptobörse setzt Handel, Einzahlung und Auszahlung aus, nachdem ein leitender Manager wegen angeblicher Verletzung von Strafgesetzen vorgeladen wurde. Also gerade zu aktuellen Zeiten, wo der Markt massiv volatil ist, sieht man wieder einmal, dass Kryptobörsen ganz einfach hier einfach einen Switch anklicken können und dann aufgrund dessen ihr eure Kryptowährungen nicht mehr auszahlen könnt. Hier auch nochmal ganz klar der Hinweis, denkt bitte an die eigene Verwahrung eurer Kryptowährung, auch in Verbindung mit allen herkömmlichen Kryptobörsen. Sowas kann man wirklich nur empfehlen, egal ob ihr Qcoin verwendet, aktuell vielleicht gerade BitGet oder Coinbase oder Binance. Ihr wisst eben nicht, was wirklich im Hintergrund abgeht. Natürlich die größten drei Börsen wie Crypto.com, Coinbase und Binance würde ich als sehr, sehr sicher deklarieren. Doch auch da weiß man eben nicht ganz genau, was im Hintergrund eingeht. Gerade gestern gab es wieder interessante Nachrichten zu
Coinbase. Eben an dieser Stelle nur der kurze Hinweis. Ich weiß, höchstwahrscheinlich nutzt keiner von euch Hotbit, doch auch andere Kryptowährungsbörsen können davon betroffen sein. Kommen wir an dieser Stelle zu einer Nachricht, die ebenfalls gestern Abend den Kryptospace noch einmal erschüttert hat. Und zwar reden wir kurz über das Curve Finance Protokoll. Vielleicht habt ihr davon schon einmal gehört. Es handelt sich hierbei um ein AMM, einen automatisierten Market Maker, so wie ihr vielleicht unter anderem auch von Uniswap kennt. Gestern, also Dienstagabend, wurde dann eine Sicherheitslücke ausgenutzt und hier tatsächlich das Interface der Seite von Hackern ergattert, beziehungsweise eigentlich gekapert, wenn man es so beschreiben möchte. Hack war tatsächlich simpel, aber dennoch effektiv. Insgesamt hat der Angriff für sich hier Kryptowährung im Wert von knapp 570.000 US-Dollar gesichert und das, obwohl der Hack gerade mal eine Stunde lief, bis die Seite selber diesen Angriff dann abwehren konnte. Im Allgemeinen zeigt uns das wieder, dass der Crypto-Space definitiv noch einen riesigen Weg vor sich hat, denn gerade die Meldungen über Hackangriffe nehmen in den letzten Tagen und Wochen wieder ziemlich stark zu. Aufgrund dessen kommt es eben jetzt darauf an, wie sich der Crypto-Space auch in den Folgejahren entwickelt. Derselben Meinung ist beispielsweise auch Vitaly Buterin, der hier auf der ETH Seoul-Konferenz Anfang der Woche sagte, dass Krypto bis 2032 seine Nützlichkeit beweisen muss. Hierzu sagte er, ich zitiere, ich glaube, in den nächsten 10 Jahren muss Krypto sich in etwas verwandeln, das nicht auf Versprechen, sondern auf Nützlichkeit basiert. Applikationen müssen ihre Nützlichkeit für die breite Masse beweisen. In der Theorie seien seiner Meinung nach viele Anwendungen vielversprechend, aber aufgrund von heute präsenten Skalierungsproblemen noch nicht wirklich praktikabel. Zudem gab er nochmal einen kurzen Ausblick auf das Ethereum Merge und sagte, dass auch nach dem Merge das Netzwerk gerade einmal zu 55% fertig sei. Konkret sagte er, nach den großen Ereignissen, ihr wisst schon, dem Merge, dem Surge, dem Purge, dem Verge und dem Splurge wird Ethereum im Grunde an einem Punkt sein, an dem das Protokoll nicht mehr geändert werden muss. Alles kann auf Layer 2 gemacht werden. Schöne Grüße gehen raus an Polygon. Freunde, ihr wisst es, einer meiner Lieblingskryptos. Ihr seht hier, Ethereum hat definitiv noch einen langen Weg vor sich, doch der nächste Schritt von Proof of Work auf Proof of Stake ist definitiv hier der größte. Aufgrund dessen müssen natürlich auch gerade die großen Krypto-Projekte mitziehen und auch diesen Merge bzw. Umstieg unterstützen. Einer der großen hat sich jetzt schon dazu gemeldet, beziehungsweise schon einige große, unter anderem beispielsweise der Stablecoin von Circle, USDC. So hat das Unternehmen angekündigt, den Merge zu unterstützen und selbstverständlich seine Assets bzw. Smart Contracts auch dementsprechend anzupassen. Hierzu heißt es vom Unternehmen selber, der USDC ist inzwischen ein wichtiger Baustein für DeFi-Innovationen auf Ethereum geworden. Dadurch konnte die Adoption von Layer-2-Lösungen vorangetrieben werden und eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten geschaffen werden. Uns ist bewusst, welche Verantwortung wir für das Ethereum-Ökosystem und die in diesem angesiedelten Projekte Entwickler und Nutzer tragen, die auf USDC vertrauen, weshalb wir die richtige Entscheidung treffen wollen. Somit zieht das Unternehmen Circle mit dem USDC-Token beispielsweise auch dem Oracle-Dienst Chainlink nach, die ebenfalls bekannt machen, dass sie diesen Merge unterstützen werden. Insgesamt sagten sie sogar ebenfalls noch, dass unweigerlich alle Smart Contracts, die auf der Plattform aktuell laufen, zum aktuellen Zeitpunkt knapp 1,45 Millionen nach Stand Q1 2022, von dieser Änderung betroffen sein werden und auch Chainlink seine Protokolle bzw. Smart Contracts der neuen Chain anpassen werden. Auf diesem Grund forderte Chainlink ebenfalls all seine Nutzer auf, Smart Contracts anzupassen, damit ein reibungsloser Umstieg auf die Proof-of-Stake-Blockchain ermöglicht wird. Laut eigenen Angaben wird unter anderem der Stromverbrauch durch diesen Merge extrem stark reduziert und geht um 99,5% zurück, was definitiv den Weg für weiteres institutionelles Geld ebnen wird. Auch der weltweit größte Stablecoin Tether bzw. USDT verkündete noch gestern Abend, dass sie auch Proof-of-Stake unterstützen werden bzw. hier bei den Merge. Ganz klar sagten sie auch, dass sie nur die neue Chain unterstützen werden und eben nicht die mögliche Abspaltung, die auch in Zukunft weiter auf Proof of Work laufen wird. In einer gestrigen Ankündigung erklärten sie noch, dass der Umstieg von Ethereum auf Proof of Stake einer der wichtigsten Momente in der Geschichte der Blockchain-Technologie sein wird. Aktuell wird eben der Merge hier auf das Datum des 19. September antizipiert. Wir haben also eben noch einige Wochen vor uns, doch dann könnte es möglicherweise soweit sein. Doch auch wenn die beiden weltweit größten Stablecoin-Emittenten hier schon bekannt gemacht haben, dass sie den Merge unterstützen werden und auch Vitaly Buterin selber von keinen großen Konflikten ausgeht, warnte er dennoch in Zukunft davor, dass es eben deutlich mehr Stablecoin-Anbieter geben sollte, die diesen Merge unterstützen. Denn wenn einzelne zentralisierte Stablecoins zu viel Macht bekommen, dann führt das seiner Meinung nach zu einem erheblichen Risiko. Wir haben es ja beispielsweise jetzt in den letzten Tagen gesehen, wie Circle bzw. USDC hier ganz einfach auf den verschiedensten Adressen eingefroren wurde und da können die Benutzer und Investoren halt leider eben gar nichts gegen machen. Falls ihr euch dafür mehr
mehr interessiert, dann schaut gerne das Video von gestern. Dort habe ich beschrieben, dass man eben tatsächlich auch Kryptowährungen einfrieren kann. Auch wenn sie auf deiner privaten Wallet liegen, kann USDC hier tatsächlich die Übertragung einfrieren. Doch das möchte ich im heutigen Video nicht noch einmal wiederholen. Aufgrund dessen beenden wir jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vielleicht auch weitergeholfen. Sollte dem so sein, ihr wisst es, Freunde, lasst gerne Bewertung und Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.